10 Riffs und Solos von superbekannten und recht einfachen Pop- und Rock-Klassikern. Und das Ganze bereite ich so praktisch wie möglich und so untheoretisch wie möglich auf, dass ihr das Ganze auch recht schnell spielen könnt. Was heißt denn recht schnell spielen können? Ich würde sagen, ich würde mindestens pro Solo oder pro Riff eine Woche einplanen. Teilweise auch zwei oder drei. Es gibt hier wirklich Solos, die sind sehr anspruchsvoll. Für die muss man sehr, sehr viel üben. Und es sind ja auch nicht umsonst bekannte Songs. Aber doch habe ich da eine gute Mischung rausgefunden von Songs, die super, super simpel sind, die ihr ganz, ganz schnell spielen könnt, bis hin aber auch zu anspruchsvolleren Dingen. Wenn ihr Fragen habt, stehe ich euch immer zur Verfügung. Meldet euch unbedingt bei mir über die bekannten sozialen Netzwerke und da helfe ich euch total gerne weiter, sodass ihr zu den besten Gitarristinnen und Gitarristen werdet, wie ihr euch das wünscht. Denn das ist mein großes Ziel als Gitarrenlehrer. So, jetzt zeige ich euch mal schnell, was hier alles so vorkommt in dem Kurs. Ich hoffe, dass es euch total gut gefällt und wünsche euch ganz viel Spaß beim Üben und sage bis die Tage, keine Frage und ciao mit V, der Demo. Pow!